Hallo ihr Lieben, da ist eure Kocheule. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind im Frühling angekommen. Es ist zwar bei uns nur schon der Restschnee im Garten vorhanden. Das ist bei uns jedes Jahr irgendwie, dass wir ein bisschen hinterherhinken. Aber wir freuen uns jetzt auf die warme Zeit. Wir arbeiten irgendwann dann sicher in baldiger Zukunft wieder auf eine Bikini-Figur hin. Oder auch nicht. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt so ein bisschen ein schlankes Rezept für euch, das aber definitiv in dem Geschmack tut es keinen Abbruch. Es ist super lecker, mega gut. Es ist ein Low-Carb-Rezept in dem Fall. Ja, wir machen uns Pancakes. Kinder lieben sie. Also wirklich so, wie sie sind. Die werden einfach nur geliebt und so schnell verspeist, dass ihr gar nicht bis drei zählen könnt. Und auch ich liebe sie und ich glaube, ihr werdet es genauso mögen. Probiert es unbedingt aus. Wir brauchen nicht viel dazu. Die Basis ist einmal die Banane und Haferflocken. Wenige Haferflocken. Kein Mehl. Tada. Und wirklich jetzt vom Zucker her, wir nehmen Ahornsirup her, ein bisschen Vanilleextrakt. Also ein super Rezept. Probiert es aus und wir starten gleich. Die genauen Angaben findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und wir legen los. Ihr braucht entweder so eine richtig schöne, große, reife Banane, wie ich habe. Ansonsten nehmt einfach zwei kleinere. Das ist jetzt kein Thema. Das, was ihr habt, verwendet ihr. Die kommt jetzt einfach, kriegt ihr oft nie den Stiel auf. Also, die kommt jetzt einfach in groben Stücken in den Thermomix. Jetzt wisst ihr, warum ich das immer vorbereite. Einfach grobe Stücke. Und je reifer, desto besser. Gell? Übrigens, nur meine sind jetzt, also überreif mag ich es jetzt nicht, aber so richtig schön reif dürfen die auf jeden Fall sein. So, es ist eigentlich, ja, nennen wir es mal All-in-One-Gericht. Nein, also alles rein, außer unser Fett, Kokosfett und Rapsöl bleibt draußen. Haferflocken mit rein. Milch, das Ei, der Ahornsirup, ganz wichtig ist auch Zimt. Wenn ihr aber jetzt eher weniger zimtlastig unterwegs seid, dann verwendet einfach ein bisschen eben stattdessen ein Kakaopulver. Das mögen Kinder auch übrigens sehr gerne. Aber wirklich ein reines Kakao, also diesen Backkakao, keinen gesüßten, reinen Backkakao, und dann habt ihr gleich optisch wieder ganz ein anderes Ergebnis und könnt das dann zum Beispiel mit frischen Beeren serviert wieder zum komplett eigentlich anderen Gericht machen, obwohl es eigentlich das gleiche ist. Gewusst wie. So, jetzt kommt da der Deckel drauf und das Ganze wird jetzt für 7 Sekunden auf Stufe 8 zum Teig verarbeitet. So. Unser Pfannkuchenteig der besonderen Art ist fertig. Da hat sich alles vom Rand, vom Deckel überall schön runterholen. Nichts wird verschwendet. Und in eine Schüssel raus. Jetzt brauchen wir eine Pfanne, die darf sich jetzt mal vorbereiten. Einen Teller braucht es, wo die fertigen Pfannkuchen dann draufkommen. Wie gesagt, jetzt haben wir mal ungefähr die Hälfte vom Öl und die Hälfte vom Kokosfett. Kokosfett hat wirklich wichtige Inhaltsstoffe, sind gesunde Fette. Ja, verwendet das wirklich immer öfter in der Küche. Es macht zum einen voll den guten Geschmack. Bringt es wirklich in die Küche auch zum Kochen im deftigen Bereich mit rein, aber eben auch beim Süßen, und es ist einfach ein gesünderes Fett als wie irgendwas anderes und somit Kokosfett. Auf mittlerer Hitze, wann das ist, dann gibt es 2 bis 3 Esslöffel jeweils für jeden Pfannkuchen-Pancake in die Pfanne und dann lassen wir es backen.
Ihr seht, es sind ein paar schon abhanden gekommen. Das ist, passiert mir bei denen immer. Wichtig beim Rausbacken dieser Pfannkuchen ist, dass ihr wirklich Fett drinnen habt. Das heißt, lieber sonst noch ein bisschen was dazu, falls euch das zu schnell verbrät, nennt man das jetzt so? Ja. Lieber nur einen Schuss Öl oder Kokosfett dazugeben, dass sie sich nicht ankleben. Und dann ist nur ganz wichtig, nicht zu groß machen und mit dem Wender wirklich rein, zack, umdrehen. Es ist ein bisschen ein weicher Teig, natürlich, wir haben kein Mehl drinnen, aber probiert es aus, die werden euch wirklich umhauen. Und ich werde euch jetzt einfach mal so zeigen, wie wir die am liebsten essen, vor allem auch bei mir die Kinder. Ihr habt euch einfach die Pancakes übereinander, zwei, drei Stück, wie viel auch immer ihr gerne möchtet. Nehmen wir mal den, der ist noch größer. Ja. Dann einfach ein bisschen ein Naturjoghurt. Das ist jetzt ganz ohne allem. Könnt ihr das natürlich nach eurem Geschmack ein bisschen verfeinern. Muss aber nicht. Dann ein bisschen Zimt und ta-ta-ta, wo ist er? Den habe ich natürlich jetzt wieder versteckt. Ahornsirup. Nicht zu viel, würde ich euch definitiv nicht zu viel ans Herz raten, weil wir haben ja doch schon einen im Pfannkuchen. Und da ist eigentlich nur noch mal so einen kleinen Klecks da oben so drüber. Jupp, da kommt, das sind immer so blöde Flaschen. Da kommt nichts oder zu viel. Tata. Und ihr habt einfach für die Kinder ein ultra leckeres und vor allem wirklich ein gesundes Frühstück, das sättigt und es wird euch umhauen. Ich bin jetzt auf euren Kommentar gespannt. Schreibt mir gerne, welche Pfannkuchen ihr am allerliebsten esst, von klassisch über, es gibt ja ganz viele Varianten, was euer Lieblingsobst dazu ist. Ich schnippel da gerne noch ein paar Bananen dazu oder wenn dann die Saison ist, wieder ein bisschen die Beeren dazu. Es wird so weggenascht und es schmeckt einfach nur extrem lecker. Ich wünsche euch jetzt beim Nachmachen ganz viel Spaß. Passt, wie gesagt, beim Rausbacken ein bisschen auf, aber nicht verzagen, einfach ausprobieren. Lecker, lecker, lecker. Mehr sage ich dazu nicht. Und wir werden uns die jetzt schmecken lassen. Wir sehen uns ganz bald wieder. Ich wünsche euch alles Liebe. Ciao, ciao.